Hi, willkommen zurück zum Japanisch-Coach. Na, red uns Kai, heute etwa keinen unlustigen Joke auf Lager? Hä? Ich hasse dich. Ja Mensch, was soll ich sagen? Ich kann mir auch nicht jeden Tag einen unlustigen Witz aus dem Arsch ziehen. Da das Techtelmechtel jetzt auch geklärt wäre, würde ich sagen, lernen wir jetzt die Zahlen von 11 bis 19. Und wir fangen an mit den Zahlen von 11 bis 15. 11 heißt folgendermaßen, und zwar... Juichi. Ah, okay, das ist natürlich sehr cool, denn ihr seht jetzt auch hier, das ich hasse das, wenn diese Kopfhörer ständig strugglen müssen und irgendwie sich ständig verheddern oder so. Das geht mir richtig auf den Sack. Es gibt nichts, ohne Scheiß, es gibt nichts, womit man mich mehr triggern kann. Ah, gut, ihr seht hier, das Prinzip der Zahlen von 11 bis 19... ist folgendermaßen. Man nimmt sich den Wortbaustamm von 10, und zwar Jü, und packt einfach dann nochmal das Ichi dahinter, also quasi die 1. In Japan heißt es quasi 10-1, so an sich. Das heißt, 12 wird dann quasi bedeuten Jü-ni. Jü-ni. Und 13 würde heißen Jü-san. Jü-san. 14 würde heißen Jü-yon. Jü-yon. Genau. Und 15 würde heißen Jugo. Es ist eigentlich ziemlich easy. Gerade dann, wenn man die Zahlen von 1 bis 10 beherrscht, kannst du einfach schon, ja, mit den nächsten 10er-Ziffern punkten. Und das ist gut. Okay, wir machen Hau den Lukas aka Hau das Erdhörnchen. Und das wird lustig. So, nein. Oh fuck, das kann ich doch gar nicht. Was ist so reingeschissen gerade? Ich scheiß gerade so rein, Alter, was geht? Okay. Juni. Nein, scheiße. Nein, scheiße. Oh, das war reingekackt. Vom feinsten Mann. Und 13, 13. Jü-san. Oh Gott. Das war wenigstens einigermaßen in Ordnung. 14. Juyon, ne? Genau, okay. Oh Gott, Alter. Jetzt gerade, wo es darauf ankommt, zwischen zwei Zahlen zu entscheiden. Ja, das ist. Ich verkacke gerade übelst. Juyon. Ne, Jugo. Fuck, Alter. Ich kann das doch nicht. Nein! Auf dem Jahrmarkt wäre ich der größte Lutscher, ohne Scheiß. Hammerhart. So, 7. Das war doch bestimmt Q oder so, ne? Ne, Shichi war das, okay. Boah, hier ist ja gerade nur Shichi am Start. Shichi. Hier ist Shichi am Start, als wären wir bei Dragon Ball. Oh! Hachi, das kennen wir ja schon, Brudingus. Ja? Fuck, warum habe ich jetzt Roku ausgewählt, Mann? Wie viel Prozent kriegt man eigentlich abgezogen, wenn man eine falsche Antwort gibt? Ich weiß es nicht, ich habe da nicht drauf geachtet. Ich will es auch gar nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Boah, bin ich kacke, Mann! So, 11. Juichi, ja. Alter, ich scheiß gerade übelst rein, Mann. Juichi. Ich bin so schlecht, Mann. So, das ist Ju, das ist total einfach. Komm, das musst du jetzt kriegen, Kai. Jetzt will ich hier eine 100% Tendo sehen. Ich muss auch sagen, auf dem DS wäre es leichter, die ganzen Maulwürfe zu treffen, als jetzt hier mit der Maus, ne? Oh Gott, war das schlecht, ey. Es tut mir so leid, ne? Heieiei. Ah, gut. So, ja, das war aber nicht gut, ne? Was soll ich dir sagen, Haruka, oder wie auch immer du heißt. Das geht besser. Ich würde sagen, wir kümmern uns direkt um die nächsten Spiele. Gibt's ein neues Spiel? Nein. Kriegen wir aber noch. Das kriegen wir hin. Okay, wir machen Multiple Choice. Let's go. Packen erstmal auf easy. Ich meine, das ist auch für euch jetzt ganz wichtig zu lernen, deswegen will ich das jetzt nicht skippen. So, 14 ist Juyon. 10 war Ju. 13 ist Jü-san. 7, also 7 ist Shichi. Shichi. Genau. 11 war Juichi. 6 ist Roku. Genau. 8 war Hachi. Ja, das müsste ich eigentlich schaffen. 9 ist
Q. Genau. 1 ist Ichi. 15 ist Jugo. 15. Das hätten wir. Also es tut mir natürlich leid, dass ich jetzt die englischen Zahlen vorlese. Aber ich denke, ihr solltet mit den englischen Zahlen vertraut sein. Und ich will jetzt nicht jedes Mal die Zahlen übersetzen. So von wegen so, ja, oh, das ist 15, das heißt das und das. So, ich denke einfach mit dem englischen Kopf, den ich halt hoffentlich hier drin habe. Und ihr könnt ja dann auch weiterdenken und sagen, okay, 15 ist 15 und 15 und 15 sind dann Jugo. So, wisst ihr? So, wir machen das mal eine Ecke schwieriger und packen uns Medium. Wir haben 10 Sekunden weniger Zeit, das hier alles zu clearen. Let's go. 6 ist Rücku. 5 ist Go. 1 ist Ichi. 2 ist Ni. 12 ist Juni. 11 ist Juichi. 7 ist... das war doch bestimmt Shichi, ne? Ja, genau. 15 ist Ju... Go. Ich habe gerade eben das Ju nicht gesehen. Und Ju ist die 10 und 14 ist Ju-Yon. Ding, ding! Jetzt müssen wir es nur noch auf hart schaffen, ey. Dann sind wir die Kings. Dann sind wir die Killers. Und vielleicht hatte ich da auch sogar die Fresse, damit ich mich richtig konzentrieren kann. Weil... man will auch mal, gerade hier bei dieser japanisch klingenden Musik, in sich gehen, ein wenig chillen. Und... ja, das kriege ich so nicht hin. Was ist eigentlich Mastered? Das gucken wir uns auch gleich mal an. Ich weiß es nicht. Was ist Mastered? Steht das hier dann? Nee, da steht nichts von wegen, was Mastered ist. Okay. Oder warte mal kurz. Ist Open vielleicht das, was wir gerade an Wörtern haben? Und Mastered ist so das, was wir in den vorherigen Lektionen gelernt haben? Finden wir gleich raus. Jetzt erstmal auf harter Modus. Hä, was? Warum? Was? Anime. Was macht das denn jetzt hier? Das hat doch nichts hier verloren. Ihr merkt das, ich bin gerade richtig weg, weil ich gar nicht weiß, was das hier jetzt soll. Ist das irgendwie ein Bug oder so? Weil, ich weiß nicht. Da macht ja eigentlich keinen Sinn. Samurai. Karate. Ehrlich, was ist das? Manga. Ninja. Ich check das nicht. Was ist das denn? Ja, ist klar, dass wir jetzt keine Punkte bekommen. Ja, das... Hä? Was ist das? Hä, wir wollen doch jetzt die Zahlen lernen und nicht die Wörter, die wir schon vorher gesehen haben. Das macht doch keinen Sinn. Ich check's nicht. Also wenn jetzt keine Zahlen kommen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Geht doch. Dann. Jung. Oh, scheiße. Du, Jung. 12. 5. 1. Schaffen wir das? Ist das realistisch? 7. 10. 6. 9. Ja, wir haben es, Alter! Knapp! Aber knapp, knapp Orangensaft. Ihr wisst das. Scheiße, Alter. Das war jetzt gerade aber, okay, und da würde ich sagen, komm, wir machen auf Mittel. Ich finde, Medium ist so das, was momentan so am einfachsten ist. So, also auch für euch. So, 8 ist, Hachi, genau. 5 ist, das ist doch Go. Ich bin gerade mega langsam, es tut mir leid. 14 ist Juyon. 13 ist Jugo. Nein, was? Scheiße! Fuck, Alter. Jetzt fängt er an zu strugglen, ich hasse ihn. Ja, ich hab mich nur ganz kurz vertan, das kann ja mal passieren, ey. So, das tut mir so leid, ne? Das machen wir direkt nochmal. Ich hab drauf gedrückt! Was ist das? So, okay, wir haben 2 Wörter complete. Und ihr seht, gerade diese ganzen Jus müssen noch überarbeitet werden und da müssen wir noch ein bisschen reinbuttern. Kriegen wir hin. Let's go. Ich meine, das Gute ist ja bei Medium oder bei Hard, du kriegst halt mehr Punkte, ne? So, bei Easy kriegst du 2 Punkte pro richtiges Wort, hier 3 und auf Hard kriegst du halt schon 4 und
Wir machen noch einmal Medium und dann mache ich offscreen durch. Ne? Dann müsst ihr das halt auch eben verinnerlichen. Jugo ist 15. 12 ist Jugo. Nein, das war Juni! Scheiße! Es tut mir leid. Er ist so ein Idiot, ich hasse ihn. Ja, ich meine, ich bin auch gerade erst dabei, das alles zu lernen und so, weißt du? Kann man ja mal verkacken. So, letztes Wort. 13. Jusan. Okay. So. Das haben wir schon mal. Ja, ein weiteres Wort. Warte mal kurz. Hey, habe ich jetzt gerade bei Jon was weggenommen bekommen? Hey, ich hatte doch gerade eben mehr Wörter, oder nicht? Hä? Mal ganz kurz mal hier abzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Sind das echt alle 15 Zahlen jetzt? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hä, das sind nur 10. Wo sind die anderen hin? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Werden die entfernt, wenn wir die richtigen, wenn wir schon die Wörter voll gemacht haben? Ich habe keine Ahnung, Alter. Wo sind die Zahlen hin? Wir machen mal eine Runde auf easy. Na, einmal kurz. So, Go ist 5. 2 ist nie. Ich weiß, ihr wollt neue Lektionen sehen, aber Jungs, Mädels, erstmal müssen wir die Zahlen ein bisschen verinnerlichen. Wir können jetzt auch nicht das Spiel durchskippen und so, ne? Und total durchrennen. Das kannst du ja keinem zeigen. So, Q. 12 ist Juni. 13 ist Jusan. 4 ist Yon. Das ist halt so das Ding. Es gibt halt so ein paar Zahlen, bei denen ich halt so das nicht richtig zuordnen kann. Das ist das Problem. Gut, das andere ist ja gerade ganz gut am Start. Es ist echt die Frage, kann ich die Punkte echt weggenommen bekommen oder was ist da los? Weil ich glaube, Jon hat sich gerade eben auch schon mal komplett und hab's dann wieder verkackt oder so. Ja, keine Ahnung, Alter. Naja, gut. So, es sind auch nur noch 18 Punkte, bevor wir jetzt die nächste Challenge oder die nächste Lektion frei schalten können. Ja. Wenn ihr wisst, das Problem ist halt so, wenn ich halt so in diesem Quiz drin bin bei Multiple Choice und so. Das ist halt. Es gibt halt diese paar Wörter, so du weißt, was sie heißen, aber gerade so im Eifer des Gefechts, da vergisst du das halt mal eben ganz schnell. Zum Beispiel, das sind so Wörter oder sind so Zahlen wie Yon oder Sun, also 4 oder 3, oder so ein Roku, so ein. Boah, ich kann euch nicht mal sagen, was 7 nochmal war. Was war das nochmal? Was war 7 nochmal? Das ist halt das Problem. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich es vergessen habe. So, ich weiß nicht mehr, was 7 heißt. 8 ist Hachi, 9 ist Q und 10 ist halt Go, aber ja. Was war nochmal 7? Naja, ich werde das jetzt offscreen fertig machen. Wir sehen uns wieder, wenn ich alles geschafft habe. Und ihr bitte verinnerlicht die Wörter auch. Offscreen, ja? Wenn ihr Japanisch mitlernen wollt, dann macht euch die Notizen für die einzelnen Wörter. Das hätte ich euch schon direkt in Part 1 sagen sollen, aber macht euch Notizen. Verinnerlich das Offscreen, damit ihr nämlich hier vom Bildschirm Bescheid wisst. Aber ich denke, ihr wisst sowieso viel mehr Bescheid als ich hier gerade, der das hier gerade so auf Pseudoschlau erzählen will. Wir sehen uns gleich. Ich hätte mal ganz kurz eine Frage. Warum ist hier gerade Konnichiwa mit dabei? Warum ist ihr mit dabei? Ich muss dazu sagen, ich hatte diese beiden Wörter gerade gehabt im Quiz, aber es geht um Zahlen und nicht um diese Basiswörter, die ich hier schon vor 3 Parts gezeigt habe. Willst du mich verarschen, Alter? Es macht keinen Sinn. Ich will mich auf die Zahlen konzentrieren, nicht auf den Rotz. Aber gut, man kann schon irgendwie verstehen, dass die jetzt nochmal die alten Wörter mit reinbringen wollen, damit man da nochmal so ein bisschen geprüft wird, ob man das dann auch weiß halt, ne? Naja, gut. So, Juni, also 12 und Jusan, also 13 fehlen mir noch. Die mache ich jetzt fertig. Bis gleich. Ding, 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 ding. Ich habe Lektion 4 freigeschaltet, Brudingos. Ist das nicht geil? Wie lange geht der Part schon? Knapp 20 Minuten. Ungefähr. Okay.
Auch hier kamen wieder so Wörter mit dabei wie Kamikaze oder Hai oder... Ach. Alter, olle Kamellen, was soll das, ne? Okay, jetzt steht hier 140 Punkte für die nächste Lektion, aber das ist schon ein bisschen Spoiler, weil das bereitet uns ja auch schon mal darauf vor, was jetzt gleich kommt, ne? Wir haben jetzt zwar die Zahlen von 1 bis 15 gelernt, aber was ist mit den Zahlen bis 20? Kommen die auch noch? Hallo, was ist mit den Zahlen? Ich brauche die doch für YouTube. So, ich habe Ichi Klick. Ich habe einen Klick. So, das will ich lernen. Warum darf ich das denn nicht? Hallo? Na gut, was haben wir jetzt? Colors, also Farben. Ja, nice. Ja, würde ich sagen, wir steigen direkt mal rein, Brudingos, und lernen jetzt ein paar Farben kennen. Also dann. Bereit für ein paar Hauptfarben oder Grundfarben? Farben sind überall, also ist es auch sehr leicht, sie zu lernen und mit ihnen zu üben. In Japanisch oder im Japanischen, einige Farben sind Adjektive und einige sind Nomen. Adjektive sind Wörter, die Nomen beschreiben. Gut, dass wir das auch nochmal lernen, weil ich hätte es jetzt nämlich wieder fast vergessen, Brudingus. Ehrlich, ohne Scheiß hätte ich wirklich. Es gibt zwei Typen von Adjektiven in Japanischen. Aber keine Sorge, ich werde dir jetzt gerade nur die einfachen Basics beibringen. Okay, wir haben Weiß, Schwarz, Blue, Red und Green. Und jetzt kommen bestimmt einige an und sagen... Kai, Weiß und Schwarz sind keine Farben, das sind Kontraste. Halt die Fresse! Na gut. White, was ist White? Kann ich das so vielleicht ein bisschen... Ah, wie kann ich das hier gerade... Oh, anhand der Zeichen, anhand der Hiragana, anhand der Katakana hier festmachen. Ich glaube, es müsste Katakana sein. Kann ich nicht. Shiroi, okay. Und Black ist dann... Koroi. Oh, ich wusste es, Alter. Oh, geil. Ich wusste, dass dieses Ding so ein Korkü oder sowas ist. Ha, geil. Blue ist... Aoi. Und Red ist... Akai. Und Green ist... Midori. Also, nochmal von vorne. Wir haben White. Weiß. Shiroi. Schwarz ist Kuroi. Blue ist... Aoi oder so. Aoi. Genau. Red ist rot, ist Akai. Und Green ist Midori. Okay, alles klar. Ich verinnerliche das noch gerade mal ein bisschen, Brudingos. Damit ich es auch manifestiere und so. Ihr wisst Bescheid hier. Wir könnten natürlich jetzt auch nochmal hier schreiben lernen, aber das ist Schwachsinn. So. Ne? Ich hoffe ja sowieso mal, dass wir jetzt bald mal in die Zeichen eingeführt werden, ne? Mario, wenn du das hier siehst, ich weiß nicht, ob du dieses Let's Play guckst, aber weißt du, ob man bald auch mal ins Katakana-Schreiben reinkommt oder wie sieht's aus? Na gut. So, wir haben Weiß. Shiroi. Shiroi, okay. Shiroi. Shiroi. Kuroi. Kuroi. Aoi. Akai. Und das kann ich nicht. Midori. 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 Okay, nochmal von vorne. Ich will es wirklich manifestieren, Alter. So, wir haben hier Aoi. Akai, Midori. Midori. Jetzt kommt der Cringe. Kuroi. Kuroi. Und. Shiroi. Das ist. Ich sollte mir merken, dass das erste Zeichen Shi heißt, das zweite Kü. Weil dann kann ich es mir nämlich merken. Na gut, nochmal. Shiroi. Shiroi. Kuroi. Kuroi. Entschuldigung. Ja. Aoi. Akai. Und Midori. Midori. Hätten wir. Perfekt. So. Und jetzt lernen wir schon Wörter kennen. Also sowas wie Apfel, Papier oder so. Und ich wusste das Wort Apfel noch irgendwie, weil ich habe ja eine Software, mit der ich ja auch Japanisch gelernt habe vor ein paar Monaten und so. Und da war das Wort Apfel schon richtig früh bei den Basic Words mit dabei. Okay, was heißt denn jetzt Red Apple? Stimmt! Apfel heißt Ringo, genau. Okay, Alter. Und Black heißt dann Kuroi und dann Paperu. Kuroi Kami. Nein, es heißt Kami, nicht Paperu. Kuroi Kami, okay, alles klar. Akai Ringo. Akai Ringo. Kuroi Kami. Kuroi Kami. Hm. Oh, und die Luzi geht weiter ab, Alter, was geht? Oi, 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 oi.
Gut. Ich würde sagen, diese Farben aber erst im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von, ja, My Japanese Coach, von meinem japanischen Coach oder vom Japanisch Coach sehen wollt, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, damit ihr nichts mehr verpasst. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.